Jo Leute, was geht? Jo! Wir begrüßen euch zu einem neuen Ründchen Shisha-Team. Ja, so ist es. Wir haben uns zusammengefunden, um für euch ganz exklusiv ein neues Video zu produzieren. So sind wir. So sind wir. Genau, wir haben uns rausgesucht für euch heute von Genie Tobacco, die Sorte Stachio. Die Schlauen unter euch könnten sich vielleicht schon vorstellen, was sich hinter dem Tabak verbirgt. Pistachio. Pistachio. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht lüften wir es einfach im Laufe des Videos. Ja. Bleibt gespannt. Bleibt dran. Jo, fangen wir mit dem Schnitt an. Es sind ein, zwei größere Stückchen drin, aber der Rest sieht echt nice, fein aus. Er ist auch relativ feucht, aber... Ja, es schwimmt nicht. Ist keine Chaosproduktion hier zu sehen. Gefällt mir. Ist ein guter Schnitt. So, Freunde, kommen wir zum Geruch. Ja. Schön nussig, süß, mild. Und wirklich sehr authentisch, sehr lecker. Wenn er jetzt auch noch so schmeckt, wie er riecht, dann wurde hier einfach alles richtig gemacht. Ja, ich würde sagen, kurz und knapp geschmacklich trifft es eigentlich auch genau den Geruch. Schmeckt schön nach so einer nussigen Pistazie, relativ mild, so ein bisschen süßlich. Also vielleicht eher zu vergleichen mit Pistazieneis, wenn ihr sowas schon mal gegessen habt. Mhm. Ja, diese cremige Note kommt auf jeden Fall richtig gut rüber. Dieses süßliche, nussige. Echt lecker. Echt lecker. Oh, und ich finde es auch richtig hammergeil, dass der null drückt. Das ist kein belastender Tabak irgendwie. Er ist trotzdem eher wirklich sehr cremig und nussig ist. Irgendwie auch noch frisch. Also man hat nicht das Gefühl, dass dann irgendwie so der Hals zu schwillt, weil das jetzt so übertrieben süß ist oder sowas. Kennt ihr vielleicht von anderen Nusstabaksorten? Ja, wir hatten noch mal Stadnau Pistazio. Und der war doch so ganz komisch kratzig irgendwie. Mhm. Der war zwar auch lecker vom Geschmack, aber der hatte so eine ganz kratzige Note. Der war nicht sehr hitzeverträglich, stimmt. Ja, und ich finde, das Ganze geht hier auch so ein bisschen in so eine wirklich süße Haselnussnote noch mit rein. Also so die Typen mit den typischen gesalzenen Pistazien kann man es nicht vergleichen. Davon solltet ihr euch entfernen bei der Vorstellung. Aber mit so einer richtig süßen, lustigen Note, ja, wie halt in so einem Eis, wie du es gesagt hast. Ja, also rauchtechnisch könnt ihr, glaube ich, gut sehen. Gibt es auch nichts zu beanstanden, qualmt ordentlich. Ja. Oh. Keine Ahnung. Perfekt umschrieben. Ja, gut drauf Dauer kann man vielleicht noch kurz ergänzen, wobei das haben wir auch in den letzten Videos schon nicht gemacht, weil ja, eine Viertelstunde könnt ihr es ja brauchen, dann verlässt er so langsam den Geschmack. Nee, nicht der verlässt. Dann verlässt ihn der Geschmack. Dann verlässt ihn langsam der Geschmack. Fazit, Leute! Ja, kommen wir zum Fazit. Wir haben gar nicht gesagt, dass ihr für 200 Gramm Tabak tief in die Tasche greifen müsst, für 16,90 Euro nämlich. Ja, ist ein bisschen höher preisiger als die Standard-Tabakmarken, so, die sich im Bereich von 15 Euro ansiedeln. Aber finde ich vollkommen in Ordnung. Für 16,90 Euro kriegt ihr wirklich einen richtig leckeren Pistazientabak geboten. Eine große Dose dazu, deshalb auch. Und eine richtig große Dose, ja. Die kostet locker 2 Euro mehr. Ja, kommen wir vielleicht gleich noch zur Dose. Ich finde es nicht so toll. Nee. Also, wir hatten schon mal einen Kommentar in unseren Videos, vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen. Der hatte gesagt, dass ja eine große Dose gar nicht so schlecht ist, weil man den Tabak gut umrühren kann. Ich finde aber irgendwie so, das spielt, glaube ich, mit dem Unterbewusstsein. So diese große Dose. Du denkst ja, ah, da ist viel mehr Tabak irgendwie drin. Ja. Ich kann es nicht genau sagen, ich bin kein Fan von so großen Dosen. Also ich finde die Chaosdosen perfekt proportioniert, ja, muss ich sagen. Außerdem werden die ja auch schnell leerer und dann kann man auch in einer flachen Dose schneller rühren. Also. Stimmt. Nach zwei Köpfen ist das sowieso vorbei, dass da mal jemand ranfällt. Richtig. Ja, auf jeden Fall kriegt dieser Tabak von uns eine klare Kaufempfehlung, weil er ist einfach extrem lecker. Also wirklich, ich habe gestern den ersten Kopf davon geraucht und war sofort Feuer und Flamme. Richtig, richtig leckere Pistazien- und Nussnote. Hammer. Könnt ihr nichts falsch machen. Eignet sich halt wieder super, wenn ihr morgens aufsteht und eure erste Pfeife halt nicht gleich so komplett reinballern sollte.
Dann gönnt euch den Tabak, könnt so ganz entspannt den Tag starten. Käffchen dazu. Passt auf jeden Fall. Della Bämme und dann. Ja, dann denke ich, haben wir eigentlich auch wieder alles Wichtige zusammengefasst. Kurz und knackig heute mal wieder. Ja, wir hoffen natürlich, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann lasst auf jeden Fall den Daumen da. Und drückt auf jeden Fall auf Abonnieren, wenn ihr keine Videos von uns verpassen wollt. Jo. Dann werdet ihr immer benachrichtigt und könnt direkt losstarten. Ganz ja, außerdem checkt auch unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, alles was da so geht. Da kommt auch immer ein neuer Stuff. Shit. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wiedersehen. Wir sehen euch gar nicht, ihr seht uns. Dann hoffen wir mal, dass ihr uns beim nächsten Mal wiederseht. Und ja, wir wünschen euch noch eine angenehme Woche, einen angenehmen Tag. Guten Rauch und guten Geschmack. Kopf hoch, Wetter wird besser, es wird wärmer. Wir sehen uns wieder. Haut rein. Haut rein. Tschüss. Hey, guck mal, wenn ich den Rauch so puste, dann verschwindet die Shisha für einen Moment. Magic. Dann kann ich nicht, wenn du so ein Geräusch machst. Shit. Qualmt ordentlich. Ja. Ne? Oh.